Sie ist spät dran. Muss sie erst den Boden ihres Vaters entkommen? Oh, welch Schauder mich bei den Gedanken an diesen alten Greis befällt. Mit seinem Geist wird das ganze Theater ruinieren. Aber seine Tochter, die ist schon eine Augenweide. Die Pünktlichkeit hat sie von dem Alten. Bin gewiss, er wird das Theater ruinieren, anstatt es jetzt zu verkaufen, wo es noch ein wenig Wert besitzt. Aber wenn ich seine Tochter eheliche, werde ich es Ermund verkaufen. Da kommt sie ja. Ich kann durch das Tor kommen sehen. Oh, richtig, die Schergen meines Vaters. Sie könnten sehen. Ich wollte nur nicht, dass euer Bruder Flecken auf meinem neuen Rock. Oh, was sagt ihr da? Nichts weiter. Ach, mein Herz versinkt in tiefster Trauer, dass ich euch den ganzen Tag um mich habe und euch nicht umarme, euch nicht küssen darf. Es ist wie eine unsichtbare Kette, die mich in den tiefen Abgrund zieht. Ganz recht, kleidsam ist mein neuer Rock, nicht wahr? Oh, mein starker, schmucker Mann. Wie recht ihr habt. Noch ist nicht die Zeit gekommen, dass wir unsere Liebe öffentlich gestehen können. Und wenn ihr nicht Vorsicht walten lasst, dann wird euer Vater dafür sorgen, dass nicht ein Ring euren Finger ziert, sondern eine Schelle meiner Hand. In den Turm wird er mich stecken. Schrecklich wäre das. Wahrlich, die Sträflingskleidung will mir ja so gar nicht passen. An diesen Schreiberling will er mich verkaufen. Diesen Burschen. Nur damit mit ihm der Wohlstand seiner Eltern in unserem Hause Einzug hält. Widersinnig scheint es mir zu sein. Vertraut er euch, Macmillan, als sein Assistent in jeder Hinsicht? Ja, behandelt euch wie sein eigen Fleisch und Blut. Doch als Gemahl für sein wertvollsten Besitz, dann will er diesen Strolch mit einem Stück so das Theater retten. Doch am Ende geht es um das Geld der Eltern, das von der hohen Schuldenlast befreien soll. Und das, wo doch jeder weiß, das Lysander mir, das, was er nie reichen kann. Nur um das Geld geht es ihm dabei. Die Liebe zu seiner Tochter ist einzig und allein. Oh, mein Herzensmann, nun sage doch, zu meiner wahren Seele, wo, dass ein Plan ihr habt, der alles nur zum Guten wendet. Ein Plan gibt es da schon. Niemals. Es ist mein Vater, den ihr dazu meucheln sucht. Es muss doch noch eine andere Lösung geben. Dann schaffen wir Lysander aus dem Weg. Die Welt will diesen Taugenichts wohl kaum vermissen. Stück für Stück vereint mich die Ahnung, dass unweigerlich etwas vergossen werden muss. Entweder meine Tränen oder stattdessen Blut. Welch finstere Pläne sich hier nur ereifern. Doch wenn Macmillan und die Tochter des Theaterdirektors ein Paar wären, so bliebe Lysander einzig und allein für mich. Ich hätte Zeit, ihn zu bekehren, und er würde lernen, mich zu lieben. Rasch muss ich einen Plan ersinnen. Habt ihr das gehört? Da ist doch jemand! Ach ja! Geliebter, langsam ereignet sich der Wahn in euch. Niemand war dort. Eure Fantasie spielt euch einen Streich. Ich muss leise sein. Wenn man mich erwischt, wird man mich in den Kerker werfen. Ihr habt recht. Wahrlich wird der Wahn nicht noch ein, wenn diese geheime Flurerei nicht bald ein Ende findet. Wenn ich hinter jedem Busch, hinter jedem Strauch jemand vermute, der uns verraten könnte. In der Ferne euch schon die Boten eures Vaters rufen. Eure Mariella!
schreiben. Und dann habe ich ihn für mich allein. Scheitern wie ich. Wahrlich, ihr beeindruckt mich. Macht mich nicht verliebt. Hab tausend Dank. Mit dieser Feder kann ich jetzt das Stück wählen. Vor allem das Herz der süßen Mariella gewinnen. Ohne euch wäre das niemals möglich gewesen. Ihr seid meines Glückes Schmied. Seines Glückes Schmied, sagt er. Viel lieber wäre ich seines Glückes Grund. Und wir machen jetzt 15 Minuten Pause. Im Foyer können Sie Speisen erwerben, aber bitte bringen Sie diese Stücke in den Saal. Verstehen, warum ich zu so unchristlicher Zeit euer Haus heimsuche. Und es geschieht, das möchte ich betonen, nur mit edelsten Motiven. Nur mit den edelsten Motiven, sagt der junge Freund. Nun denn, die Neugier nagt bereits an mir. Ich schenke euch 5 Minuten, nicht weniger, nicht mehr. Und ist es nicht von Interesse, dann lasse ich euch von meinen Stallburschen bis an das andere Ende der Stadt prügeln. Sei's drum. Ich bezweifle, dass die Notwendigkeit dazu besteht. Und das möchte ich euch beweisen, also hört mich erstmal an. Welch falsches Spiel wird hier gespielt? Macmillan, dieser Schuft, erscheint aus edelsten Motiven? Ich glaube es kaum. Bestimmt hat Mariella ihn hierher gesandt, um Lysanders feinen Namen auch noch bei seinen Eltern zu beschmutzen. Nein, ich muss das um jeden Preis verhindern. Also, gute Frau. Jeder Herr, ihr
seht, verdurstet auch. Das muss sein, was euer Herz begehrt zu sagen. Nichts, schönes Kind, hab vielen Dank. Vom Feinsten euer Personal, adrett und höflich, zuvorkommt und gewissenhaft. Kommt zur Sache. Wohlan, es begab sich also, dass der Direktor seines Zeichens mir ganz in bester Verfassung. Herr, ihr seht verhungert aus. Darf was sein, was euer Herz begehrt, so sagt es mir. Lasst gut sein, Mädchen, mir ist nach nichts und wenn, dann lasse ich es euch wissen. Wirklich exquisit, ihr Personal. Eure Zeit läuft. Nun erzählt mir von euren edlen Absichten. Ihr habt recht, so soll es sein. Nun, dann fahre denn nicht fort. Der Handel eures Sohnes ist nicht das, was er zu sein. Herr, ihr seht übermüdet aus. Darf ich euch in die Kammer geleiten? Nein, verdammt, ich will weder essen, noch trinken, noch schlafen, noch sonst irgendein Bedürfnis stehen, außer mich deiner Herrin mitzuteilen. Dann tue er dies doch endlich. Werter Macmillan, mich überkommt das Gefühl, dass ihr einen Schabernack mit mir zu treiben sucht. Ich will doch nur berichten, wie der Herr Direktor sein. Sie muss gestohlen worden sein.
da man die Täter noch in der Stadt vermutet. Man vermutet die Täter noch in der Stadt? Oh ja, man hat die Tore bereits geschlossen und die Wachen verdoppelt. Oh Gott. Und hat man eine Belohnung ausgesetzt? Mit Sicherheit. So lasst uns gemeinsam die Augen aufhalten und das Gold dann teilen. Komm. Dorthin und fort in die Tochter des Bürgermeisters.
Ich will nicht! Du wolltest es nicht anders. Hey, Fischkämpfe Maditen! Wenn das nicht unser Verlierer von gestern Abend ist, der nach einer fairen Niederlage auch noch eine Schlägerei anzetteln wollte. Ja, Meister, was ist der Bursche? Den haben wir kräftig über den Tisch gezogen mit euren Piasten. Wie könnt ihr Zeit haben, Nachschleicher zu verprügeln, wenn ich noch immer hier in diesem Sack stecke? Meine Haare werden schweig endlich! Nun gut, ich schweige. Aber nicht aus Furcht, sondern damit ihr meine Haut nicht mit weiteren Blessuren versieht. Also war es noch ein falsches Spiel. Ich wusste es gleich, als ich euch sah. Und was begehrst du nun, mein bettelarmer Freund? Die Schurken sind in Überzahl. Wenn ich es mir recht überlege, ein Raufbold bin ich nie gewesen. Kommt schon, ihr stinkenden Halunken. Ja, stinkt du sie wirklich? Liebster Bruder, bitte lass mich ihnen einen Arm abhacken. Oder Beine. Oh, ich bitte dich. Besser noch die Beine. Dein Schuhwerk scheint von guter Qualität zu sein. Ach, ich werde ihn persönlich den Kopf abreißen. Wer braucht schon Helden? Wenn ich nicht schon seinen Verlierer martern darf, dann noch wenigstens diesen Jungen hier. Ja, mein Herz dürst auch noch ein wenig Blut. Schurken wollte ich schaffen. Bösewichte, die die Welt erzittern lassen. Doch das sind wahrlich Monster. Und nun bringt die Tochter endlich aufs Schiff. Durch den Tumult wurden schon die Wachen angelockt. Und Schwester, wir beide schnappen uns noch die zwei Streuner. Und du passt auf unseren Beutel. Auf die andere! Schon. Vielleicht fällt dir diese störende Person ja versehentlich ins Hafenbecken. Nein! Herr, warum sollte mir das denn passieren? Komm schon, Schwester, und bring den Dolch mit! Vielleicht passiert ja auch ein Unfall. Arme Tochter, ersäuft ihr einfach. Was? Hier? In dieser Brühe? Oh, das ist nicht für meine Haut! Schwester! Vielleicht sollten wir... Sollten was? Ein
einen Plan schmieden. Die Kreativität. Wohin ist sie geflohen? Morgen muss ich dem Direktor mein Stück, das Eilstück, präsentieren. Doch die Muse hat mich verlassen. Abermals. Sehen will ich niemanden. Nicht jetzt. Niemals mehr. Lasst mich! Was will ich mit der Nähe von anderen? Wenn ich die eine, die ich liebe, niemals bekommen werde. Junger Herr, ich wollte mich nach eurem Befinden erkundigen. Im ganzen Haus, ach was sag ich, in der ganzen Stadt spricht man von nichts anderem als von dem jungen Lysander und wie am morgigen Tag das Theater retten und die Tochter des Theaterdirektors gewinnen wird. Tut man das? Oh ja, mein Herr, da könnt ihr euch gewiss sein. Man munkelt sogar, dass der Direktor euch in den Schuldturm steppen lassen wird, falls ihr den Vertrag nicht einhaltet. Was? Ihr wusstet das nicht? Andernorts heißt es, dass ihr am Galgen hängen werdet. Doch das ist nur das Gerede der Leute. Ich bin am Ende. Niemals wird mein Stück rechtzeitig fertig werden. Niemals werde ich sie für mich gewinnen können. Und zu allem Überfluss werde ich den Namen meiner Familie ruinieren, bis ans Ende meiner Tage im Schuldturm schmachten. Und es ist rechtens. Ich bin kein Schreiber, kein Autor, sondern nur ein Junge, der sich der Konsequenzen seines Handelns nicht bewusst gewesen ist. Ein Niemand, der immer nur wollte, aber niemals bereit gewesen ist, für das Erreichen seiner Ziele harte Arbeit zu leisten. Nein, das ist nicht wahr. Ihr seid ein guter Mensch mit reinem Herzen. Was weißt du schon? Ich weiß, dass mich eure Zeilen jeden Abend begeistern, mich so sehr erfreut, dass ich mir die Hand vor den Mund halten muss, damit ich nicht das ganze Haus durch mein Lachen aufwecke. So erfrischend ist euer Stück. Ich weiß, dass mich eure Zeilen jeden Abend wütend machen, mich so sehr in Rage bringen, dass ich versucht bin, laut zu brüllen. So sehr verachte ich diese Schurken in eurem Stück. Ich weiß, dass mich eure Zeilen jeden Abend zu Tränen rühren. Nicht nur in der Geschichte will, sondern weil ich weiß, dass ich von jemandem geschrieben wurde, der so unglaublich sehr liebt, dass er sich auf meinen Handel eingelassen hat, der so irrsinnig ist, dass nicht einmal der Teufel ihn vorschlagen würde. Wovon redet ihr? Es gibt kein Stück. Vor allem aber weiß ich, mein lieber Lysander, dass diese Zeilen von jemandem geschrieben wurden, der so verzweifelt geliebt werden möchte, dass ihn der Schmerz in jeder Ablehnung bereit ist, zu zerstören droht. Von welchem Stück redet ihr? Ich habe nichts zustande gebracht, was auch nur im Ansatz zu gebrauchen ist. Und überhaupt, woher wollt ihr wissen, welchen Schmerz ich empfinde? Das könnt ihr niemals wissen. Ihr irrt euch, mein Herr. Gleich in beiden Fällen. Ich verstehe nicht. Was möchtet ihr mir sagen? Ich weiß, welchen Schmerz euer gequältes Herz empfindet, weil er ihn selbst empfindet. Weil er ihn Tag für Tag in euch tragt. Weil ich euch Tag ein Tag aus den Leiden sehe und bis tief in die Nacht eure Klagen höre. Weil ich weiß, wie es ist, einem Traum nachzujagen. Wohl wissen, dass man ihn niemals erreichen, niemals zu greifen bekommen wird. Und bei all dem Eifer, den man auf diese aussichtslose Jagd verwendet, verliert man den Blick für das, was wirklich von Bedeutung ist. Und für diejenigen, die einen von ganzem Herzen lieben. Mein Manuskript?
Ich erkenne meine Schrift. Aber woher habt ihr es? Ich habe doch jede einzelne Seite auf den Boden geschmissen und... Ihr habt sie jeden Tag weggeräumt? Ihr seid ein Goldstück, ein Geschenk, wohl der einzige Freund, den ich je hatte. Stellt es fertig, es geht der letzte Akt. Ich bereite euch ein Mahl und ihr schreibt mir noch nie zuvor in eurem Leben geschrieben habt. Und kaff mich nicht so an! Das gibt nur blaue Flecken! Und dann kann ich mein neues
Dolf! In der du dich befindest. Dies ist kein Schauspiel zu deiner Belustigung, wie meine Schwester schon sagte. Und meine kleine Wenzelpenzel sagt, sie würde dich gerne in Stücke schneiden. Ist das alles andere als ein Scherz. Aber wenn du ruhig und brav bist, wird deine Zeit in unserem Kerker kurz und schmerzlos sein. Und bald bist du auch wieder in den lieben Armen deines Vaters. Und dies war nichts weiter als ein böser Traum. Aber wenn du dann werde ich dich meinem Polterknecht übergeben. Dann wirst du nicht mehr reden, sondern nur noch besinnen. Nein, nicht auf die Folterbank! Siehst du, Schwester, so muss man dein Opfer anziehen. Die Folterbank ist auch so alt und schändlich wie Holz, dass ich gern Blätter reißen werde. Ich kann es nicht mehr ertragen!